Alles ist in Bewegung und vieles ist offen und ungewiss. Wie gehe ich, wie gehen Sie mit Ihrer Angst um, wenn Sie an morgen denken? Wie gehen wir mit den Sorgen und Ängsten anderer Menschen um? Und wie mit der Sorge um die Zukunft unserer Welt? Mich überrascht immer wieder, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen, wenn es um die Zukunft geht. Rheinische Alltagsphilosophen haben da eine ganz klare Position: et küt wie et küt. Das klingt so irgendwie nüchtern, gelassen und ganz wohl temperiert, wie es gar nicht unsere Art ist. Rheinische Alltagsphilosophen mit einem Hang zum Optimismus gehen noch ein Stück weiter und sagen: et hätt noch immer Jod hier lange. Das wirkt beides irgendwie ziemlich unbeteiligt aus einer Zuschauerperspektive, eine Kunst, Bedrängendes zu verdrängen. Wenn es um große Weltprobleme geht, etwa um die drohende Klimakatastrophe, dann erleben wir eine ähnliche Haltung. In manchen Teilen unserer Erde, zum Beispiel in Europa und in Nordamerika, haben wir es uns eingerichtet und viele hoffen, es möge einfach so weitergehen. Mit unserem Wohlstand, mit unserem Lebensstil einfach so weiter.